Die Ochsenknechts teilen in ihrer Reality-Show ordentlich gegen Jelis Kotsch aus. Im September sorgt Jimmy Blue Ochsenknechts Liebesleben für eine Menge Schlagzeilen. Kurz vor der Geburt der gemeinsamen Tochter Snow trennen sich der Moderator und die einstige Bachelor-Kandidatin. Im Netz tobt anschließend eine üble Schlammschlacht. Dabei spielt auch die Familie des 30-Jährigen, vor allem Mama Natascha, eine große Rolle. Diese soll sich angeblich permanent in die Beziehung einmischen, wie Jelis öffentlich behauptet. Während des Rosenkriegs drehen die Ochsenknechts für ihr neues Reality-Format und werden ständig von Kameras begleitet. Bei der Ausstrahlung ist nun zu sehen, wie es der Familie in dieser schweren Zeit geht. An Jelis lassen sie in der Sky-Serie kein gutes Haar. Vor allem Natascha hat eine Theorie, warum die Influencerin die Trennung damals öffentlich austrägt und wettert. Alles in die Öffentlichkeit zu tragen, das ist ja heutzutage an der Tagesordnung. Man tut es nicht nur, um Presse zu haben, sondern auch, um die Followerzahl schön hoch zu pushen. Jimmys Schwester Cheyenne wundert sich sogar, dass der Die wilde Kerle-Star es so lange mit Jelis aushält. Das Model schießt scharf gegen die Verflossene ihres Bruders. Ich glaube, Jimmy ist wortwörtlich durch die Hölle gegangen. Mit dem Teufel durch die Hölle gegangen. Im Gegensatz zu ihrer Mama ist die 21-Jährige auch nicht bereit, der Ex-Sommerhausbewohnerin zu verzeihen. Um sich wenigstens mit Natascha wieder gutzustellen, müsse sich die Hannoveranerin aber gewaltig ins Zeug legen. Die 57-Jährige stellt klar, wer so viel Schaden angerichtet hat, da reicht nicht eine Entschuldigung, da zählen dann die Taten. Ihrem Sohn und ihrer Enkelin Snow zuliebe ist sie aber bereit, sich der ehemaligen Rosenlady wieder anzunähern. Jimmy denkt damals auch in erster Linie an seine Tochter. Er selbst und auch seine Familie werden nach Jelis Aussagen im Netz heftig angefeindet. Ohne Nachwuchs hätte der Schauspieler sogar schon Konsequenzen gezogen. Wäre sie nicht schwanger und es wäre einfach nur eine Beziehung ohne Kind im Spiel, hätte sie auf jeden Fall schon einige Anwaltsbriefe von mir bekommen. So weit kommt es trotz all der Streitigkeiten aber nicht. Ganz im Gegenteil. Inzwischen sind einige Monate vergangen und die Neueltern raufen sich zusammen. In ihrer Instagram-Story zeigt sich Jelis kurz nach der Geburt versöhnlich und erklärt ihr Verhältnis zu Jimmy. Aktuell sind wir Eltern einer wunderschönen Tochter. Vielleicht sind wir irgendwann Freunde. Auch Natascha und die frisch gebackene Mutter können sich aussprechen. Nach all dem Ärger scheinen die Ochsenknechts und Jelis also doch noch einen gemeinsamen Weg zu finden. Denn in einem Punkt sind sich alle einig. Letztendlich soll die kleine Snow in einem harmonischen Umfeld aufwachsen.